Professor Smart hat das Gefühl, dass sich seine Studierenden während des Semesters nicht besonders intensiv mit den Lehrinhalten auseinandersetzen. Sie scheinen erst unmittelbar vor der abschließenden Prüfung mit dem Lernen anzufangen. Tatsächlich tendieren Studierende dazu, strategisch zu lernen. Das heißt, sie lernen ausschließlich den prüfungsrelevanten Stoff und fangen damit erst kurz vor der Prüfung an. Die so innerhalb kürzester Zeit gelernten Inhalte bleiben allerdings nicht nachhaltig im Gedächtnis und gehen mit der Zeit wieder verloren. Diese Art des Lernens wird auch Bulimie-Lernen genannt. Eine Möglichkeit, diesem unerwünschten Effekt entgegenzuwirken, ist der Einsatz formativer, also lernprozessbegleitender Prüfungen. Zusätzlich zur abschließenden Prüfung werden also schon während des laufenden Semesters Lernstandskontrollen durchgeführt. Durch formative Prüfungen werden die Studierenden dazu animiert, sich wiederholt mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Auf diese Weise bilden sie Kompetenzen, die langfristig erhalten bleiben. Außerdem erfüllen formative Prüfungen in gleich zweierlei Hinsicht eine Feedback-Funktion. Zum einen erhalten die Studierenden eine Rückmeldung über ihren aktuellen Lernfortschritt und können darauf basierend ihr Lernverhalten anpassen. Zum anderen erfährt die Lehrperson, welche Inhalte noch nicht ausreichend aufgenommen wurden und noch einmal thematisiert werden sollten. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Verfügbarkeit formativer Prüfungen, die durch den Einsatz digitaler Endgeräte erreicht wird. Auf diese Weise können große Studierendengruppen bedient werden. Auch die Auswertung und das daraus resultierende Feedback kann automatisiert erfolgen, wodurch der gesamte Prozess vereinfacht und beschleunigt wird. Nun ein Beispiel. Professor Smart möchte wissen, ob die Studierenden die Inhalte der vergangenen Woche behalten haben. Dazu nutzt er ein Audience Response System und stellt den Studierenden zu Beginn der aktuellen Sitzung einige Verständnisfragen. Die Studierenden können diese ohne Login ganz einfach und anonym auf ihrem Smartphone beantworten. Professor Smart erhält direkt eine Auswertung auf seinem Laptop und weiß nun, welche Inhalte noch einmal wiederholt werden sollten. Außerdem bietet Professor Smart seinen Studierenden die Möglichkeit des Self-Assessment an. Dazu hat er eine Probeklausur erstellt, die von den Studierenden zeit- und ortsunabhängig durchgeführt werden kann. Auf diese Weise erhalten sie eine Rückmeldung über ihren aktuellen Lernfortschritt und wiederholen ganz nebenbei die relevanten Lerninhalte. Noch einmal zusammengefasst: Formative Prüfungen werden lernprozessbegleitend vor der eigentlichen Abschlussprüfung angeboten. Auf diese Weise werden die Studierenden animiert, sich wiederholt mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen und erreichen so ein vertieftes Verständnis. Außerdem erhalten Studierende und auch Lehrende ein Feedback über den aktuellen Lernfortschritt und können ihr Lern- bzw. Lehrverhalten dementsprechend anpassen. Durch den Einsatz digitaler Prüfungsmethoden wird eine hohe Verfügbarkeit der Tests erreicht. Zudem lässt sich der gesamte Prozess durch Automatisierung schnell und unkompliziert umsetzen. Und wieder einmal wird aus Professor Smart super smart.